Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ach, so, es geht los. Unser Abenteuer geht los. Ich bin gespannt. Wir gucken uns mal ein wenig um und schauen wir mal, wie wir uns so anstellen. Jetzt geht es nämlich darum, das Spiel auch zu spielen und wir werden natürlich noch einiges erkunden. Ich bin sehr neugierig, was wir als erstes machen. Achso, das, was wir noch machen könnten, Ausrüstung, fällt mir gerade ein. Haben wir nicht die Möglichkeit... Wir haben die Qualle und wir haben die Wölfe. Gib mir mal die Wölfe, oder? Oder doch lieber Qualle? Ne, gib mir ruhig mal die Wölfe. Genau, wir dürfen nämlich Geister beschwören. Das Feature möchte ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Das wird für uns auch je nachdem doch schon wichtig als Magier, dass wir vielleicht irgendwann mal bei Bossen eine Figur haben, die vorne stehen bleibt. Wir fangen damit an, dass wir vielleicht erstmal oben das Lager ein wenig stressen und werden dann vielleicht in den ersten kleinen Dungeon gehen. Wir brauchen ein paar Level, das heißt, wir brauchen auch Seelen. Die Frage ist natürlich immer, in welchen Dungeon geht es zuerst? Wir haben hier doch ein paar vor Ort. Hier haben wir nichts, da müssen wir auch nichts machen. Es ist halt einfach nur eine sehr, sehr schöne Welt, die wir jetzt hier frei erkunden und genießen dürfen. Und vor allen Dingen auch Seelen farmen dürfen. Was ich mir eigentlich vorstelle oder mir wünsche hier gerade bei unseren netten Wachen ist, dass sie vielleicht ihren Schild uns abgeben und vielleicht auch das Langschwert. Da könnte ich mich ganz gut mit anfreunden. Wenn nicht, wäre es natürlich schon ein wenig schade. Aber so ist es dann einfach. Denn dann wäre so etwas hier auch kein Problem mehr. Als Meuchelmagier. So, zwei Level brauchen wir für den neuen Zauber und für den Stab. Das sollten wir uns auf jeden Fall eben gönnen. Und das müssen wir auch gar nicht groß beschleunigen. Hier liegen die Runen auf der Straße rum. Versteht sich. Aber wir gehen gleich durch den ersten Dungeon. Ich denke mal, das können wir eigentlich ohne große Probleme machen. Und uns hier noch ein paar Seelen geholt haben. Zack, zack. Sehr schön. Dann noch zu dir, werter Ritter. Und damit hätten wir schon das erste Level up safe. Sehr gut. Ja, dann hinein. Müssen wir noch gar nicht anschmeißen. Sieht alles ganz gut aus. Dürfen uns eben kurz regenerieren. Stufenaufstieg. Weisheit auf 17 schon mal. Vielen Dank dafür. Ja, und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Ganz wichtig. Es ist so dunkel, ne? Man sieht halt nichts. Dann gehen wir doch mal gucken. Gehen wir doch einfach mal vorsichtig gucken, was uns erwartet. Ich glaube, ich weiß, was uns hier erwartet. Genau, die Wölfe. Fiese, fiese Wölfe. Wer hätte es geahnt? Jetzt ist die Frage, wie viele Zauber brauchen wir noch? Wolf Nummer 1, gar kein Problem. Wolf Nummer 2, auch kein Problem. Ich meine, so als Magier macht das schon Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das macht schon Spaß. Oh, oh, mit dir habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber schön, dass du dich auch blicken lässt, mein Lieber. Natürlich haben wir noch den Nahkampf. Der gesprungene Topf. Sehr gut. Einen Topf haben wir. Damit können wir dann schon mal eine Bombe herstellen, wenn uns beliebt. Ich glaube, ja, das können wir uns leisten, oder? Ohne große Probleme. Sehr schön. Ja, ohne Fackel... Ist halt ein bisschen düster. Glühstein, danke dafür. Aber unsere Hände sind frei. Das ist im Kampf sehr entscheidend. Und hier haben wir ganz viele silberne Glühwürmchen. So, da waren wir, da waren wir. Da ist ein Wolf. Und ich glaube, da müssten wir eigentlich alle haben. Oben müsste noch was Moos liegen. Ja. Tja. Haben die Wölfe die Ritter gefressen. So schnell geht's. Ah, ich dachte mir schon, dass wir nicht genug haben. Deswegen werden wir uns mal eben kurz voll machen.
Jetzt geht es in die große erste Höhle mit dem ersten kleinen Boss, kann man. Also es ist jetzt nicht so doll, aber gucken wir mal. Da haben wir ihn, den Bestienmensch. Uiuiui. Sei doch nicht so direkt am Anfang. Wir wollten uns doch gerade erstmal kennenlernen. So, das Schöne ist, die Wölfe tanken für uns und wir können da ordentlich reinhauen. Ja, nur ein bisschen vorsichtig sein, letztendlich, wie er seine Waffe schwingt. Schön auf Abstand. Und wie ihr seht, eigentlich im Großen und Ganzen gar kein Problem. Und das war der erste Boss. Einen Flammendrachen-Talisman, der vor Feuer schützt. Und wir kriegen 1000 Runen. Uihi! So, haben wir hier sonst noch was Schönes? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Was haben wir hier? Steht was? Verrat voraus. Wahrscheinlich versteckte Wand oder so. Kram. So, in jedem Dungeon dürfen wir uns wieder zurück teleportieren. Ganz simpel, ganz einfach. Und jetzt können wir uns entspannen, zurücklehnen, das Spiel genießen. Klasse. So, da wir aber jetzt schon dabei sind, eben am Ort der Gnade rasten, werden wir uns einen Stufenaufstieg holen und erstmal die 18 Intelligenz holen. Und ich denke, dann später ein Geist oder so. Müssen wir mal gucken. So, später am Tag schon. Zeit vergeht, sag ich euch. So, und da sehen wir jetzt den Unterschied. Jetzt haben wir nämlich die Anforderung, die Zauberskalierung ist hier bei 138. Je mehr Weisheit wir haben, desto stärker wird es. Ja, das heißt, er ist jetzt schon sehr gut. Und er verstärkt Gravitationszauber. Das finde ich auch sehr gut. Und dann werden wir nämlich jetzt noch in den dritten Slot Zauber lernen. Wir könnten ja mal gucken, wir könnten euch tauschen und euch tauschen. Haben wir nämlich die Steinschleuder, den ersten coolen Gravitationszauber. Den kann ich euch jetzt direkt auch mal präsentieren. Also der ist dann halt schon... Ja, der wird uns lange durchs Game bringen, denke ich mal. Der ist wirklich schön. Goderic Soldatenwappenrock. Aber ist ein schöner Wappenrock. Kann man halt leider nicht so viel mit anfangen. So, mal eben kurz den dritten Hallo gesagt. Wir hätten doch nur gerne euren Schild. Eigentlich. So, nachdem wir das gemacht haben, ist halt die Frage, gehen wir direkt in den nächsten Ekel-Dungeon? Ja, ne? Ich denke, das sollten wir tun. Geht's einmal Richtung Süden. Wir werden schon relativ schnell feststellen, was wir uns erlauben können und was wir uns nicht erlauben können. Deswegen lassen wir uns überraschen. Gibt es halt ein paar schöne Sachen, die wir halt erkunden können. Und da wir auch alleine unterwegs sind, ist das natürlich auch nicht unbedingt immer so einfach. Ah, seid ihr fleißig? Sehr gut, weitermachen. Wie viele Runen gebt ihr? 19. Naja, ne? Habt auf jeden Fall Material dabei, ne? Ja, eigentlich die armen kleinen Bürger, muss man dazu sagen, ne? So, ich weiß, der hier ist ein bisschen widerspenstig. Er haut mit seiner Fackel zu. Und hier. So, hier haben wir nämlich noch einen Dungeon. Wie gesagt, den Anfang kenne ich ziemlich gut. Also, den Anfang kenne ich eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nur nicht alles zu 100%, was uns halt drin erwartet. Aber das werden wir sehr schnell feststellen. Und siehe da... Es wird wieder dunkel. Sturmfuß Katakomben. Ah ja. Können wir uns auch direkt nochmal eben kurz hinsetzen. Stufenaufstieg. Die Frage ist natürlich jetzt, inwiefern wir weiter aufsteigen möchten. Also unsere Kraft, unser Leben ist halt richtig. Das gefällt mir. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben nehmen. Das geht gar nicht.
Und dann können wir uns hier jetzt in aller Ruhe ein wenig umgucken. Wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Schön. Jetzt müssen wir mal schön gucken und vorsichtig sein. Hier gibt es echt fiese Gestalten. Eine erste fiese Gestalt wäre hier vorne. Immerhin hat einer getroffen. Und er schmeißt natürlich mit Dolch nach uns. Aber wir haben auch Zauber. So, diese kleinen ekligen Kerlchen, wo sie auch immer hängen. Ach Gott, genau das. Sind absolut fürchterlich. Sie sind schnell, sie sind flink, sie haben Bluten. Es ist einfach nur unangenehm. Müssen wir halt immer ein bisschen Auge drauf haben. Die hängen und kleben an Wänden und hast du nicht gesehen. Das ist schon ein wenig ekelig. So. Eine Gräber. Ali hier. Das müsste, genau, wird vom Gerät versperrt. Versuchen, Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Und wir gehen einfach weiter unseres Weges. Das sieht soweit ja ganz gut aus. Der Vorteil als Magier ist halt einfach, uns kann keiner mehr ärgern. Können wir einfach so chatten. Selbst da oben würden wir treffen. Das ist ja stark. Wenn wir jetzt noch so einen kleinen Schild hätten, der uns ein bisschen schützt, wäre ich ganz froh drum. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Grabpfeilchen. Ja, Wahnsinn, wie düster es auch ist. Düster! Genau das meine ich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen trickiger. Nee, das schaffen wir so noch nicht. Wenn die Flamme uns trifft, sind wir RIP. Eindeutig. Aber echt verfehlt. Ah, ein bisschen unglücklich. Hier eignet sich vor allen Dingen der Bogen halt. Aber wie ihr seht, wenn wir das Ding einmal treffen, dann ist auch Ruhe. Was ich sehr, sehr schön finde. Ach, der Redekopf, hallo. Sehr gut. Da oben ist eine Nachricht, weil einer hochgefahren ist. Brauchen wir nicht. Das bräuchten wir nicht. Aber Pfeil und Bogen sollten wir uns vielleicht doch irgendwie noch gönnen, oder? Eieieiei. Knappe Sache, wa? Na, ich sag euch, das ist halt. Das ist halt schwer. Also, links geguckt, rechts geguckt, oben geguckt, überall geguckt. Wo sind die kleinen Dreckskerle? Ah, es ist halt einfach nur unangenehm, ne? Einer klebt an der Wand. Wir gucken mal, ob wir ihn so runterkriegen. Das wäre der erste. Dann zum zweiten. Oh. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Lässt du das sein? Hat er automatisch das Ziel gewechselt, ne? Fiesling. Und natürlich darf er nicht fehlen. Der vierte. Eieiei. Oh, nein. Sogar ein fünfter. War aber jetzt haarscharf. Okay. Ja, wie ihr seht, ne? Das ist halt. Oh, ich weiß nicht. Wir werden hier noch so schön drauf gehen, ne? Hier haben einige Leute gekämpft und haben halt leider es nicht geschafft. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Da läuft man dann halt als Melee rein, also als Nahkämpfer. Und wird dann komplett auseinandergenommen. Das ist sehr unangenehm.
Aber solange es so gut funktioniert wie hier. Wir sind ja zum Glück dank unserer leichten Kleidung doch relativ flink, muss man sagen. Das gefällt mir schon ganz gut. So, da wartet auch wieder einer. Der aber keine Chance hat, weil jeder, der auf Range ist... Ah, ich wusste es. Den kriegen wir wunderbar klein. Nix. Wir werden wahrscheinlich den Kampf immer gewinnen gegen Fernkämpfer. Die Asche der Wanderadligen haben wir bekommen. Sehr nett. Und natürlich hier nochmal die Lilie, die, glaube ich, dazu verwendet wird. Schauen wir doch mal eben kurz. Wir haben jetzt drei Aschen. Wo ist denn hier die Lilie? Material zur Herstellung von Objekten. Das ist es nicht, oder? Ist es das? Nee, da sind sie. Verstärkt die Asche auf plus 1. Wir können Asche verstärken. Also in dem Sinne unsere Beschwörung, was ich ganz nett finde. Und ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ja. Wir müssen hier hinunter. Sehr gut. Und das ist der Mechanismus. Jetzt haben wir das schon mal gemeistert. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Und wo soll es anders sein als hier oben? Oder würde man mal ein bisschen eng hier, ne? Ich glaube, wir gehen nochmal vorsichtshalber zurück ans Leuchtfeuer. Haben wir jetzt erstmal keine Kämpfe. Wir können einfach hochgehen, uns hinsetzen und dann direkt zum Boss laufen. Mit anderen Worten. So, sehr gut. Ein Level Up brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Das sollten wir auch so hinkriegen. Ich weiß ja nicht genau, was uns erwartet, aber wenn wir es sehen, dann sehen wir es. Sollte es kein Problem sein. Die Wölfe haben wir auch dabei, also alles gut. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen Ablenkung hat als Magier. Die Miezekatze. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, wo will sie hin? Oh, das war der falsche. Aber die Wölfe machen einen guten Job. Wir brauchen unbedingt mehr Mana. Wusch. Ja, das rumst ordentlich. Oh, da haben wir sie sogar gestaggert. Oh, guck das Fett an. Autsch. War jetzt nicht so sonderlich erfolgreich. Aber da ist er weg. Die Asche des Zauberadligen. Gut. Ja, so schnell geht's. Das ist halt so Mage-Gameplay, ne? Der Zerstörer der... Immer wieder zurück. Der Zerstörer der Bosse. Die Frage ist halt, wie lange können wir es aufrechterhalten? Ihr habt gesehen, wie er erwischt uns einmal. Dann ist schon vorbei. So. Achso, ja, Fläschchen und Co. sollten wir auffüllen. Ne? Ja, ja. Das sollten wir auffüllen. So, einmal rasten. Stufenaufstieg. Gib uns mal bitte 2 Punkte in Geist. Yes. Einfach damit der blaue Balken sich doch ein bisschen größer füllt. Ja gut, das ist alles drüber. Wir haben hier unten das. Wir könnten noch unten entlang gehen. Das werden wir jetzt noch machen. Schön bei Nächte werden wir uns hier noch ein wenig umgucken. Ich meine, hier hinten ist eigentlich nichts gewesen, außer Material. Das ist schon okay. Und wir wollen gerne hier einmal hinunter, wenn mich nicht alles täuscht. Seelenfarmen? Ja, bin ich nicht abgeneigt. Jetzt einfach nur dieses Spiel rushen und manchmal verzweifeln ist jetzt auch nicht so toll. Das heißt, wenn wir uns irgendwas kaufen wollen, machen wir eben einen Abstecher. Ich ein paar Seelenfarmen. Je nachdem, wenn wir eine Quelle gefunden haben, wo wir farmen können. Sonst im Großen und Ganzen, so weiter zu gut läuft, habe ich ja gar nichts dagegen, so weiter zu machen. Ja, ich meine, wenn wir uns nicht allzu dumm anstellen, sollte das ja auch klappen. Habe ich recht, Herr Riese?
Oh, schade, dass wir den letzten nicht kriegen, ne? Das ist halt schade. Da fehlt uns, glaube ich, ein Punkt. Und wahrscheinlich noch ein bisschen Weisheit. Aber der Riese gibt uns glatte 1000 Runen. Das ist schon nicht verkehrt und füllt unsere Fläschchen auf. Kann man nicht meckern. Also Riesen wären eine interessante Quelle für Runen. Wenn wir dann natürlich ein bisschen stärker sind, ne? Wir brauchen mehr Weisheit. Mehr Weisheit. Ja? Wir wollen halt ein Mage sein, der ordentlich reinhaut. Das hier war doch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so ein kleines Monsterchen, was unsichtbar ist. Wo läuft er denn entlang? Hier. Okay. Werden wir hier mal auf ihn warten. Ich meine, das ist so... Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Kleiner Goblin oder so? Auf jeden Fall geben die Zeug, wenn man sie erwischt. Die sind halt unsichtbar. Und man erkennt dann natürlich da, wo sie entlanggelaufen sind. Wenn wir uns jetzt nicht allzu blöd anstellen, ja, genauso wie jetzt, würden wir ihn erwischen. Man braucht halt nur das richtige Zeitfenster dafür. Müssen wir mal schauen. Ist eigentlich so das Schwierigste an dem Game. Das richtige Zeitfenster. Sei es das Dodgen, also das Wegrollen von Attacken. Sei es die richtige Zuhauen. Ach, das ist so ein Bällchen. Kriegsasche, Stampfer, Feger. Schön. Also von daher ist es alles time-basierend. Aber gut. Hier hinten weiß ich gar nicht. Müssten wir mal gucken. Bist du eigentlich hier so ein besserer Gegner, oder? Ach du meine Güte. Okay, es ist ja... Uiuiui. Ja, ist... ist gut. Ne? Da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist gut. So, hier schnappen wir uns eben das Fleisch. Und unten auf der anderen Seite, dort in die Richtung, müssten wir rein theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, noch einen Dungeon haben. Aber das werden wir uns gleich mal angucken. So, hier bei denen weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind noch zu stark. Also das ist ja kein Damage, ne? Oh, das ist eine Menge Damage. Deine Ekelspucke kannst du bei dir behalten. Ja, genau das. Und die dürfen natürlich auch schön nach vorne springen. Okay, also man sieht den Unterschied, ne? Gravitationszauber gar nicht so toll. Aber die normalen Zauber dafür umso besser. Und wenn wir uns dann nicht allzu blöd anstellen... Genau das. Kriegen wir die auch an für sich gut klein. Weil wir brauchen die Eierstöcke, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und die Großen haben eigentlich eine relativ gute Chance, dass wir es droppen. Um Sachen herstellen zu können. Wir können ja mal gucken in der Herstellung. Wir haben schon einen Gifttopf, wir haben den Stinktopf, ja, aber noch nicht das, was eigentlich vonnöten ist, was wir uns aber dann auch kaufen werden mit den Seelen. So, hier haben wir jetzt so schöne kleine Racker, die halten nicht allzu viel aus, doch muss man dazu sagen, dass die Masse von denen doch ein wenig nerven könnte. Ein wenig ist gut, ein wenig viel, wenn man es drauf anlegt. So, dann werden wir hier eben hinten rüberreisen. Da ist nämlich noch ein netter Händler, mit dem werden wir uns kurz unterhalten und mal gucken, ob er vielleicht was dabei hat, was unser Interesse weckt. What do you need? I don't want any... Kaufen! Genau, er verkauft hier. Das werden wir uns auf jeden Fall holen, des Rüstungsspiels. So, das ist nämlich das, was ich meine. Lindert die Belastung durch Schlaf. Lindert drohenden Blutverlust.
und lindert Giftbelastung und heilt Vergiftung. Das sind so ein paar Sachen, die halt doch sehr wichtig sind. Der Kurzbogen. Wir werden den Kurzbogen mal dazu nehmen und wir werden uns auch 82 Pfeile. Ich weiß ja nicht, wie viele Pfeile bräuchten wir so im Durchschnitt für den Anfang? Ich sag mal 20. So, die werden wir uns noch dazu holen. Der Rest ist nicht so wichtig. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Aber einfach den Bogen, wenn wir den Kurzbogen tragen dürfen, damit können wir zum Beispiel diese Säulen runterschießen und all so ein Kram. Also ist eigentlich nur von Vorteil. Oh, jetzt kommen wir zum Dungeon. Der ist gar nicht so einfach. Zumindest habe ich ihn gar nicht so einfach in Erinnerung. Die Küstenhöhle. Das ist schon ein Wegchen, kann man eigentlich sagen. Deswegen werden wir eben hier rangehen und nochmal rasten. So. Stufenaufstieg. Ja, könnten wir, brauchen wir aber nicht. Wir werden das hier untersuchen. Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Was mich so ein bisschen wundert ist, wir haben ja noch wirklich noch gar nichts gesehen hier, ne? Dass irgendjemand irgendwas dazu geholt hat. Fixieren versuchen. Achso. Ja. Kann man machen. Was gut. Ja, ja, ja. Na, wie ist denn da unten? Gut. Haben wir noch einen? Der kann erstmal nichts. Können wir schön vorsichtig sein, wa? Aber da sehen wir mal den Unterschied, ne, mit der Fackel. Bögen! Rüste einen Bogen aus und... Ja, ja, danke. Ist dasselbe Prinzip eigentlich wie der Magier. Höhlenmoos? Haben wir oben noch was vergessen? Deswegen die Fackel finde ich halt deutlich besser, weil man erkennt dadurch natürlich auch mehr. Da unten ist noch einer. Sonst erkennen wir keinen, okay. Deswegen, wir müssen mal gucken. Es ist halt echt. Aber das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen aufregender. Halt die Klappe. Ah, war schon ein bisschen dicker, aber. Aber für die Wölfe reicht es wieder nicht. Das ist natürlich jetzt gerade sehr suboptimal. Gerade die Wölfe bräuchten wir. Also muss nicht unbedingt sein, ist aber schon von Vorteil. Was wir noch machen könnten ist... 28, 31. Ich denke mal, für die Kaulquappe wird es reichen. Ich meine, ich erkenne es leider gar nicht, wie viel wir haben, wie viel wir nicht haben. Ne? Gib uns mal die Wölfe noch mit rein, dann können wir uns das angucken, was wir halt dazu holen können. Bleib mal auf den Wölfen. Okay, wir können die Wölfe rufen. Das ist ein sehr interessanter Bossfight, da sollte man auch ein bisschen aufpassen. Geht jetzt hier drunter und drüber. Deswegen immer schön vorsichtig. Und da geht's nämlich los. Da sind... Oh, oi, 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 oi. Da haben wir ja noch mehr. Das ist ja noch besser immer. Mhm. Hat da Freunde mitgebracht. Wir kümmern uns erstmal um das kleine Gerümpsel. Und dann können wir nämlich volle Kanone auf den Boss schleudern. Mit unseren Zaubern. Das sieht sehr gut aus. Eieieiei. Und da ist der erste Hops. Sehr gut. Aber einer müsste ja noch kommen, oder? Einer ist noch irgendwo. Braucht immer seine Zeit, bis er erscheint. Ach, da hinten ist er. Alles klar. Und da kommt er.
Wahnsinn, wie viel Schaden. Oha. Okay, also die Kometen sind ja... Autsch. Der Wahnsinn. Wir brauchen halt nur das richtige Zeitfenster. Wenn wir das dann haben wie jetzt. Das war Box. Okay, Wahnsinn. Okay, das ist halt wirklich stark. Schneiderei-Werkzeuge und die Nähnadel. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber du machst dich noch vom Acker. Schneiderei-Werkzeug und Nähnadel war ja dafür, dass wir, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, unsere Rüstung bearbeiten können. Meine ich's. Naja, das war so. Wir können die Rüstung, die zu schwer ist, leichter machen. Die sieht dann auch noch ein bisschen anders aus. Silbernes Glühwürmchen. Na, gegen mehrere Gegner finde ich dann immer schwer. Gerade als Magier wird das dann schwer für uns. Aber wir haben die Möglichkeit, dass wir hier einmal zurückgehen. Wir gehen aber weiter geradeaus, weil wir möchten gerne noch wohin. Und das wohin ist dann eine Insel, die uns erwartet. Und mit dieser... Hoch. Mit dieser Insel. Haben wir auch ein weiteres Leuchtfeuer. Oh. Alkian. Sehr schön. So, sehr schön. Haben wir es gemeistert. Ah. Und das zu so einer Uhrzeit hier. Gut. Dann einmal hoch, hoch, hoch. Da oben sehen wir es schon am Leuchten. Wie hieß es so schön? Der Drachenkommunion, glaube ich, ne? So viel möchte ich mal in den Raum schmeißen. Dieses eine wunderschöne Wort. Ach, das ist eine Qualle. Wie cool. Was, Herr Jack? So, Gnade berühren, wir ruhen uns aus. Ich bedanke mich erneut fürs Zugucken und ja, sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.